Kleine Ursache, große Wirkung. Bei Baggerarbeiten im Konversionsgelände Klausener Weg in Wittlich hat am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr ein Bagger eine 20-Kilovolt-Leitung zerstört. Daraufhin war ein großer Teil Wittlichs für bis zu knapp einer Stunde ohne Strom. Die Folge davon war unter anderem, dass Ampeln nicht mehr funktionierten und einige Geschäfte schließen mussten. In den Banken funktionierten weder die EC-Automaten noch elektronische Registrierkassen oder elektrische Schiebetüren. Glücklich schätzten konnten sich diejenigen, die sich mit Kerzen behelfen konnten oder die über ein akkubetriebenes Notebook am Arbeitsplatz verfügten. Insgesamt 51 Stromversorgungsstationen waren von dem Ausfall betroffen. Erst nach und nach stellte der Energieversorger RWE die Stromversorgung wieder her. Noch am Vormittag begannen die Reparaturarbeiten an der Schadstelle.